Da hat Vox Populi wohl doch genügend Druck aufgebaut, ihren nur nach Hause Zander wollen sich die Fans nicht nehmen lassen. Hertha meldet, nach offenem Austausch zwischen Verein und Sänger, Zander performt künftig nur nach Hause, live zum Einlauf der Mannschaften. Immer, wohl fast immer oder immer, wenn er kann. Frank Zander sagt jedenfalls, ich freue mich über den sehr offenen Austausch mit der Hertha-Geschäftsleitung und bin stolz, nun auch dauerhaft gemeinsam mit all unseren Fans im Stadion live die Mannschaft mit unserer Hymne zu empfangen. Und Präsident Walter Gegenbauer wird wie folgt zitiert: Wir freuen uns allen Herthanerinnen und Herthanern mitteilen zu können, dass Frank Zander, soweit es sein Terminplan zulässt, ab sofort bei allen Heimspielen der aktuellen Saison die Hymne »Nur nach Hause« zum Zeitpunkt des Einlaufens der Mannschaft live im Stadion singen wird. Hertha bleibt sich also dann doch treu und setzt auf Westberliner Traditionen, sowas an Harmonie. Doch was ist eigentlich mit Seed und der neuen Hertha-Hymne? Wird die nun nach nur einmal abspielen eingemottet? Alle sind happy. Paul Keutert, Mitglied der Geschäftsleitung und verantwortlich für Kommunikation, Markenführung. Zander, Mitte und Gegenbauer. Bild, Foto, Promo. Stefan Hermanns hat genau hingesehen. Und mit seiner Analyse verabschieden wir uns mit dem Hertha-Blog zum ersten Spieltag. Bis zum nächsten Spiel, dann am Sonntagabend in Gelsenkirchen. Die Diskussion um den Einlaufsong bei Herthas Heimspielen wird wohl noch eine ganze Weile anhalten. Jetzt hat sich auch Frank Zander zu Wort gemeldet. Kollege André Görke weiß mir, ein Sieg zum Auftakt ist immer besonders wichtig. Daher freue ich mich, dass ich der Mannschaft mit meinem Tor helfen konnte. Aber das war nach der super Vorarbeit von Tino Lazzaro zum Glück nicht mehr so schwer. Das Tor war aber nur zu 50% entscheidend, die anderen 50% hat Rune mit dem gehaltenen Elfmeter beigesteuert. Herthas Kapitän Vedat Ibišević, der Spielbericht von Michael Rosentritt. Die Chefin gewinnt auch diese interne Wette. Himpf. Das riecht nach Schiebung, unsere Chefin hat bis auf 271 Zuschauer genau die Besucherzahl von heute im Olli getippt und gewinnt unser internes Tippspiel. Glückwunsch! Werder Bremen, Hannover 96 1:1, 0:0, SC Freiburg, Eintracht Frankfurt 0:2, 0:1. VfL Wolfsburg, FC Schalke 04 2:1, 1:0, Fortuna Düsseldorf, FC Augsburg 1:2, 1:0. Es war wichtig, dass wir gewonnen haben. Man darf nicht vergessen, dass wir viele verletzte Spieler hatten. Hertha-Trainer Pal Dardai im Sky-Interview: Das waren die ersten drei Punkte der Saison. Es sind wohl 55.000 Zuschauer, das hatte Martin E. auch bei uns im internen Zuschauer-Tippspiel getippt. Wir warten aber noch auf die offizielle Zahl. Muss jede Sekunde kommen. Seltsam, dass das bei der WM mit dem Videobeweis geklappt hat. In der Bundesliga bleibt die technische Neuerung eine einzige Katastrophe. Egal, in welches Stadion man schaltet, überall kommt der VAR zum Einsatz. Auch im Olympiastadion, nach Sichtung der Bilder, entscheidet Schiedsrichter Tobias Welz auf Handspiel im Strafraum durch Karim Rikic. Glück für Hertha, Torhüter Rune Jahrstein pariert gegen Aischek. Weiter 1:0 für die Berliner. Knapp 5 Minuten, noch eine Stunde ist vorbei im Olympiastadion, es steht weiter 1:0 für Hertha BSC, und die Führung ist absolut verdient. Jetzt gibt es allerdings eine Schrecksekunde, Valentino Lazzaro sackt an der Seitenlinie zusammen und hält sich das Bein. Zunächst muss der Österreicher an die Seitenlinie zur Behandlung, Hertha BSC geht mit 1:0 in Führung, Kapitän Vedat Ibišević trifft nach toller Vorarbeit von Valentino Lazzaro. Für den Bosnier heißt das wahrscheinlich auch, dass er nach dem Spiel einen ausgeben muss, besagter Treffer war der 111.
für Ibišević in der Fußball-Bundesliga, Blick aus der Ostkurve auf den Rasen und das Marathontor. Dahinter Polo auf dem Maifeldbild, Martin Martens.